Ja, liebe EM-Freunde, mein Name ist Hermann und mit dem Nachname Otto Lübcker. Ich sage immer ganz gerne zu Gästen, wenn sie bei uns zu Besuch sind, nennt mich einfach Hermann und ich erzähle euch oder ich möchte euch entführen in die Welt der Fische. Unter Wasser, was wissen wir unter Wasser? Wenn wir den Kopf drunter halten, wir kriegen keine Luft und dann hört es bei vielen halt schon auf. Ich möchte mich aber in allererster Form mal erst bedanken, dass ich hier sein darf, aus dem Norden gekommen, sehr gerne und bin sehr begeistert von dieser Veranstaltung. Und es berührt mich auch im Herzen, weil ich immer geglaubt habe, wir wären da oben so ein bisschen alleine. Dieses Denken, es geht hier jetzt nicht immer nur um Profit, sondern es geht wirklich darum, mal über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, was machen wir da eigentlich. Und genauso ist mir das natürlich auch gegangen und jetzt habe ich die Aufgabe, Ihnen in vielleicht 20 Minuten zu erzählen, wo ich sonst 2 oder 3 Stunden für brauche. Von daher habe ich mir überlegt, für diesen Vortrag mache ich das mal so. Wir haben damals mit einem sehr guten Kunden von uns, von der Firma Rewe, die sich auch sehr gut für gewisse Dinge sehr gut einsetzt, da kann man immer lange drüber diskutieren, in einem kleinen Film zusammengetragen, wie das bei uns überhaupt aussieht. Ich bin von Haus aus gelernter Landwirt und mache heute letztendlich landwirtschaftlich-handwerkliche Arbeit nur unter Wasser. So einfach ist das. Ich bin mit dem Fisch seit 1993 zugange. So ein bisschen hatte ich das schon als Vision im Auge. Mensch, das ist doch mal was, die Menschen mit richtig tollem Fisch zu versorgen und dabei nicht auf Ressourcen zurückzugreifen, die weltweit irgendwo irgendwelchen Menschen weggefangen werden. Europäische Welse sind hier zu Hause, das war erstmal das A und O. Die können die Wasserqualitäten hier prima verwerten, die können mit den Temperaturen gut klarkommen. Des Weiteren haben sie ein absolut schneeweißes Fleisch, was so lecker ist, das gibt es nicht nochmal auf dieser Welt. Unser Ziel war natürlich, wenn wir eine Art der Fischhaltung hier aufbauen, dann soll sie ganz im Sinne der Natur funktionieren. Das heißt nicht, dass wir draußen an irgendwelchen Teichen rumlaufen, sondern wir arbeiten in einer Anlage, geschlossen, abgeschottet von draußen. Die Prozesse, die dann aber in der Anlage ablaufen, sind voll biologisch und sind auch von uns biologisch intensivst unterstützt. Das Besondere an unserem Betrieb ist, dass wir die Jungfische selbst großziehen. Der Prozess von der Begleitung des kleinen Fisches von der Geburt über seinen gesamten Lebenszeitraum bis hin zur Schlacht. Keiner dieser verschiedenen Stadien wird irgendwo außerhalb des Betriebes gemacht, sondern das begleiten wir von vorne bis hin. Dadurch, dass wir das machen, dass wir eben die Natur kopieren, schmecken unsere Fische wie aus klarem, frischem, klarem Quellwasser. Alles, was hier den Betrieb verlässt, wird vorher von uns selber roh verkostet. Roh verkostet, das betone ich, weil nur im rohen Fisch man wirklich richtig schmecken kann, wie sauber er ist. Wenn es im Leben ein Nachleben gibt, dann sollen die Tiere sich hier so wohlfühlen, dass sie sagen, wenn sie hier irgendwann sterben, beim Hermann, da ist es so gut, da gehe ich sofort wieder hin. Und dann, denke ich, haben wir alles richtig gemacht. Ich finde den immer noch toll, den Kerl. Also es ist wirklich so, das war ein ganz besonderer Tag, wo dieser Film gedreht wurde und das sprudelte nur so aus mir heraus. Und das ist auch so toll, das sind alles so Fakten, die wir hier heute schon mal wieder gehört haben, weil ich mich immer gefragt habe, was passiert denn, wenn wir irgendwann mal von diesem Planeten gehen? Und ich habe mich auch immer sehr mit Glauben auseinandergesetzt und ich fand immer eine ganz tolle Begegnung. Ich hatte mal eine Führung mit Nonnen. Und dann haben wir das Leben nach dem Tod diskutiert. Das war schon spannend für mich. Und da habe ich dir gesagt, also ich benehme mich hier so, dass ich jederzeit wiederkommen kann. Und wenn ich das denn so vorfinde, wie ich es verlassen habe, dann denke ich, ist das ein guter Ansatz, dass man so dann gerne auch wieder zurückkommt. Ob ich dann zurückkomme, weiß ich nicht. Ich meinetwegen auch gerne als Fisch, das ist mir egal. Aber mir liegt eben viel daran, dass ich das, was ich da tue, eben gut überdenke.
Nun ist das bei mir allerdings nicht immer so gewesen, weil ich komme eben aus dem Beruf der Landwirtschaft und ich habe damals halt gelernt, Power, richtig Power. Wir mussten Gas geben, die Zahlen mussten stimmen und das ging nur über Ertrag. So haben wir damals mit Milchvieh- und Schweinehaltung im Artland, das liegt zwischen Osnabrück und Oldenburg, falls Sie sich im Norden etwas auskennen, hat mein Vater dort einen Betrieb aufgebaut mit Milchvieh- und Schweinehaltung und den habe ich traditionell halt übernommen und habe Landwirt gelernt, so wie sich das gehört. So. Als dann der vierte von 5 Kindern diese Idee mit dem Fisch bekam, da haben die Leute im Dorf so gesagt, jetzt bringt er durch, was der Vater hat aufgebaut. Na toll, habe ich gedacht, na jetzt geht es ja wieder richtig los. Aber das macht nichts, es tut auch manchmal ganz gut, wenn die Sau durchs Dorf getrieben wird und man selber die Sau dann auch ist, weil das macht einen immer nur noch stärker. Und so habe ich dann angefangen, über ein System nachzudenken. Stopp, jetzt müsste eigentlich das. Das ist unser Hof, so wie er heute ist. An dieser Stelle sei immer erwähnt, ich habe eine super Partnerin an meiner Seite, die diesen Garten einfach so macht, den ganzen Betrieb so. Da möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal an die Martina richten. Danke, dass du da bist und dass du das immer machst. Weil alleine packt man das einfach nicht. Das ist ein alter landwirtschaftlicher Betrieb von 1888, wurde im Artland aufgebaut. Das Artland ist sehr groß geworden mit richtig fetten Böden. Das sage ich immer ganz gerne, weil die Landwirte da schon richtig Geld hatten, um eben diese schönen Fachwerkgiebel da hinzubauen. Es ist eine tolle Ecke. Und wenn da denn, ja, wie gesagt, einer damit mal anfängt und aus der klassischen Landwirtschaft ausbricht, dann wird das schon spaßig. Ich hatte die Idee, eine Fischanlage zu bauen, nicht mit Teichen, weil man muss sich vorstellen, ich habe nun mal als Landwirt das mit in die Wiege gelegt, wir produzieren Lebensmittel und die sollen natürlich auch ganzjährig verfügbar sein. Und diese ganzjährige Verfügbarkeit bringt es eben mit sich, dass man sich überlegt, wann wird ein Tier geboren, wie wird es großgezogen und wann wird es geschlachtet. Ich hatte auch schnell die Überlegung, dass bloß nicht irgendwie wieder andere Bereiche da reingreifen, sondern ich habe mir fest vorgenommen, das sollte von Anfang bis Ende alles in eigener Hand sein. Dass das so hart und so schwierig ist, habe ich überhaupt nicht gewusst, aber es macht nichts. Manchmal ist es ganz gut, wenn man das im Vorfeld nicht weiß, dann ist man mutiger. Und so haben wir denn angefangen mit europäischen Wels. Ich muss an dieser Stelle auch nochmal einen Dank sagen an all meine Freunde in Ostdeutschland, weit bis nach Ungarn. Ich habe sehr viele Bekannte, gerade auch in Ungarn, die mir so geholfen haben. Wie gesagt, ich bin 1993 damit angefangen. Und das war ja gerade so diese Zeit, wo der Osten sich immer mehr öffnete. Und im Osten haben wir wirklich eine Fischproduktion schon gehabt, die war dem Westen durchaus gleichwertig. Der Westen hatte natürlich die Technik, die war weitaus besser. Aber dem Osten hatte man, ich sag mal, ein anderes Feeling halt dafür, für Süßwasserfische. Und ich rede auch nur über Süßwasserfische in dieser Art der Produktion, weil eins muss ich Ihnen ganz ehrlich ans Herz legen. Überlegen Sie sich sehr gut, was Sie da tun, wenn Sie in Zukunft Fisch essen. Weil Fisch, der aus der See kommt, ist, ich bitte entschuldigen Sie, wenn ich manchmal ein bisschen drastisch ausdrücke, aber das ist sowas von pervers, was da draußen in den Meeren passiert, wenn da Fische gefangen werden. Da fährt kein verträumter Kutter mehr raus, der dann abends mit einer gezündeten Pfeife wieder nach Hause kommt und da mal eben seine paar Dorsche verkauft, sondern das sind Fischkutter, richtige Verarbeitungsfabriken, die weit rausfahren, die außerhalb der 7-Meilen-Zonen dann riesige Fänge machen, die landen mit einem Netz bis zu 8, 9, fast 10 Tonnen Fisch an, die dann natürlich durch die Perversität dieser Fangmethode dann schon verendet sind. Und außerhalb, wie gesagt, dieser 7-Meilen-Zone macht das alles nichts. Dann gehen die Verarbeitungsprozesse los und dann muss man sich halt überlegen, möchte man sowas essen, weil diesen Stress, und das ist Stress, isst man mit. Also bitte überlegen Sie, ich mache Ihnen jetzt bestimmt nicht den Fisch schmackhafter. Ich sage nur, alles, was aus der See kommt, ist grenzwertig, weil wir diese Ressource mehr ausbeuten wie noch nie. Wir verschmutzen sie und wir beuten sie aus. Das ist einfach eine Katastrophe. Deswegen kam für mich nur Süßwasserfisch in Frage, weil ich ihn, wie ich als gelernter Landwirt halt gemacht habe, ich kann ihn selbst künstlich reproduzieren. Das heißt, ich fange nichts von außen ein, um es dann wieder groß zu mästen. An dieser Stelle ein Hinweis, Thunfisch, ein ganz beliebter Fisch. Sie wissen gar nicht, Thunfisch wird in riesigen Farmen im Mittelmeer gefangen und wird wiederum mit
Makrelen, die man fängt, in diesen Fjord, in diesen großen Netzgehegen dann gefangen. Das ist schon heftig, was da abgeht. Also das muss man sich mit auseinandersetzen. So, und so bin ich natürlich auch dabei und sofort mit Ozon und UV-Licht dabei und mit viel Chemie und dann klappt das schon. Ja, und dann habe ich 2011 dann richtig eins auf die Mütze bekommen und habe da mal gedacht, ach du liebe Zeit, also das ist hier ja ein Stress, so geht das nicht weiter. Das ist Wahnsinn. Ich bin ja wieder in dieser Mühle drin, wie bei der Landwirtschaft, dass das immer so, das ist irre. Und so lernte ich dann 2012 EM kennen. Und so habe ich dann angefangen, mit EM in der Fischzucht zu arbeiten. Und bei den Elterntieren fand ich das am interessantesten. Da haben wir sofort mit EM übers Futtermittel gearbeitet und haben festgestellt, dass die Laichmenge sich enorm erhöht. Das heißt, also irgendwas passiert da. Bei den Jungfischen, wir haben ja eben viel über Mikroben gehört, also die Oberfläche der Schleimhautfische sind von Grund auf unwahrscheinlich stabil. Und haben auch, da sie ja in diesem Wasser leben, ein enormes Immunsystem. Aber Fische können auch sterben wie die Fliegen. Das kann ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen. Und da habe ich auch schon genug zu beigetragen. Bis ich dann halt geschnallt habe, dass wenn ich die Umwelt verbessere, zum Beispiel arbeiten wir heute mit EM im Wasser, mit Zeolithgesteinsmehlen arbeite ich viel, da fahre ich total drauf ab. Warum, kann ich nicht sagen, aber dieses Zeolith hat für mich immer noch so ein bisschen einmal eine Oberflächenvergrößerung im Wasser. Ich muss ein bisschen Gas geben, weil sonst kriege ich von der Zeit einen Stresspunkt. Also von daher, seien Sie mir nicht böse, wenn ich jetzt gerade ein bisschen Gas gebe. Okay. Und ich habe halt eine Vergrößerung der Oberfläche, was ich wieder für meine EMs super nutzen kann, also für meine Mikrobiologie. Und das, finde ich, ist sagenhaft interessant. Warten Sie mal, ich glaube, ich muss einmal zurück. Da. Hier können Sie sehen, wie das funktioniert. Vor meiner Nase, da sehen Sie eine Biologie, das heißt, das ist eine belüftete Biologie, da sitzen so Art wie Honigwaben drin, nur damit Sie sich das vorstellen können. Da ist es der künstliche Teichboden. So haben wir auf 1 Kubikmeter Bio-Blockfläche eine Oberfläche von 300 Quadratmeter und die sind besiedelt mit Wasserorganismen, also mit Mikroben aller Art. Man nennt sie auch Nitrifikanten, die Stickstoffverbindung Ammoniumnitrit, Nitrat abbauen. Dann wird das Wasser nur durch Luft gehoben und strömt dann in den eigentlichen Fischstall. Diesen grünen Automaten, den Sie dort sehen, das ist der Futterautomat. Ja, da arbeiten wir noch dran. Wir sind auch noch nicht perfekt. Ich sage immer so, wir versuchen alles so gut wie möglich zu machen, was wir jetzt wissen, was wir morgen wissen, keine Ahnung. Dann passen wir das immer ganz sofort wieder an. Wir machen uns halt sehr viele Gedanken darum, wie wir das Fischfutter zusammensetzen. Fischfutter auch an dieser Stelle nochmal erwähnt. Wir haben es geschafft, das Fischfutter, also das Aquakulturfutter für unsere Welse, auf 1/3 Fischmehl zu reduzieren. Und von diesem 1/3 setzt sich dann noch die Hälfte wieder aus Fischabfällen zusammen. Ich bin ein absoluter Gegner, einen Fisch, der als Raubfisch draußen in den Seen aktiv ist, vegetarisch zu ernähren. Das tue ich ihm nicht an. Das kann ich nicht. Also wir arbeiten dort mit einem Erbsenprotein in dem Futtermittel, mit Weizen und mit 1/3 Fischrest, also Fischmehl, was sich dann wieder aus 15% Marinefischmehl und eben 15% Schlachtabfällmehl zusammensetzt. Sie sehen also, wir arbeiten eine Menge dran. Es sind jetzt auch noch ein paar andere Versuche, wie man das noch mehr reduzieren kann. Vielleicht darf ich ja mal wieder Gast hier sein, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, dann erzähle ich Ihnen dann da gerne noch mehr drüber. So sieht dann natürlich so ein Schlachtfisch nachher aus, wenn er fertig ist. Das ist so 2,5 Kilo. Ich finde dieses Bild immer so cool, obwohl ich immer zu den Leuten sage, mein Gott, diese Bilder mit dem Fisch außerhalb des Wassers, das ist ja genauso blöd, als wenn ich ein Schwein mit dem Kopf unter das Wasser drücke. Da guckt das auch nicht mehr glücklich aus. Ich benutze es ja außerhalb seines Mediums. Aber der europäische Wels fasziniert mich halt daher, weil er dieses weiße, grätenfreie Fleisch hat. Er hat eine unwahrscheinlich tolle, zarte Haut, die, wenn ich sie brate oder dünste, das bei euch im Süden ist das dann so dieses Wallerblau, das ist total geil und du hast halt keine Fusselgräten drin und kannst den Braten dünsten, kannst super alles mitmachen. Dieser Fisch mit seinen Barteln alleine mag bestimmt ein bisschen gruselig aussehen und als wir unsere Elterntiere so zu Anfang noch mit Lebendfisch gefüttert haben, weil ich einfach noch nicht mehr sicher war, die Elterntiere brauchen, um gut Eier auszubilden, richtig Power.
Und da habe ich gedacht, okay, fütter mal ein paar Forellen, vielleicht bringt das noch ein bisschen Power rein. Ne? Und die Forelle, die schwimmt ja von Haus aus ein bisschen dumm, sage ich immer, das schuldige, ich liebe den Waller, und schwimmt so in dem Becken umher und dann fängt der Waller an, sich in die Mitte zu legen und dann fängt er an, so mit seinen Barteln zu gucken und dann irgendwann kommt sie vorbei und dann, boff, geht das nur und dann ist die Forelle mit mal verschwunden und dieser Fisch hat diesen Fisch so mit Haut und Haar halt dann weggefressen. Für einen Liebhaber einer Forelle, der blanke Horror, ich finde das immer wieder toll an solcher Sache. Ja, vielleicht konnte ich Sie in dieser Kürze etwas begeistern für meinen Fisch. Wenn Sie Lust haben und Sie mal in den Norden kommen, besuchen Sie uns gerne. Wir sind immer offen. Rufen Sie mich einfach vorher an. Sie können das immer besichtigen. Ich sage immer, wenn Sie es nicht glauben, kommen Sie vorbei und gucken Sie sich das an. Wir versenden unseren Fisch natürlich auch online. Wir machen das, seitdem wir mit EM arbeiten, und damit möchte ich meinen Vortrag vielleicht auch abschließen. Ist es ruhiger geworden bei uns im Betrieb? Die Betriebsruhe ist wieder zurückgekehrt. Es macht irre viel Spaß. Das hat mich dazu bewegt, weiterzudenken. Ich habe mit meiner Frau zusammen eine eigene Stiftung jetzt gegründet. Und diese Stiftung fördert jetzt aus unseren eigenen Geldern, die wir generieren über den Betrieb, zum Beispiel, wie wir das Grundwasser, was wir entnehmen für die Fischzucht, wieder zurückführen. Wir haben unsere Flächen, die ich noch hatte, 7 Hektar Dauergrünland total rausgenommen aus der landwirtschaftlichen Produktion, versuchen dort jetzt mit Humusaufbau praktisch wieder das Grundwasser zurückzuführen, dass wir rein theoretisch zumindest diesen Kreislauf kriegen. Und ich bin mir sicher, dass ich morgen noch einige gute, inspirierende Ideen haben werde, beziehungsweise hier bekommen werde, wie ich das als eine runde Sache machen kann. Ich darf Ihnen an dieser Stelle nochmal ganz viel Spaß an den heutigen oder an den Morgentag noch wünschen. Ich bedanke mich nochmal, dass ich hier sein durfte. Und wie gesagt, der Norden ist auch sehr schön. Und machen Sie gerne diesen Schlenker, wir sind nicht weit von der A1. Vielen lieben Dank.